herzlich willkommen zurück. In diesem Video sprechen wir über ein paar einfache Beweise von Mengengleichheiten. Was ihr dazu bereits wissen solltet, sind die klassischen Mengenoperationen, also Vereinigung, Schnitt und Komplement. Starten wir sofort. Wir wollen beweisen, dass A Komplement und davon das Komplement das gleiche ist wie A. Ich werde in diesem Video immer zwei verschiedene Beweismethoden zeigen. Das erste, was wir machen, ist der Beweis mit den Venn-Diagrammen. Die haben wir in der Definition der Operation schon kennengelernt. Also für das Komplement brauchen wir immer so eine Hintergrundmenge. Und wir haben hier irgendwo unsere Menge A. Jetzt rechnen wir aus, was ist das Komplement von A? Das war diese Menge. Und im zweiten Schritt, wir wollen eigentlich berechnen, was ist das Komplement vom Komplement. Also was ist A-Komplement und dann wieder das Komplement? Das ist genau das hier. Naja, aber das ist ja das gleiche wie die Menge A. Das heißt, wir haben gezeigt, dass A-Komplement, Komplement das gleiche ist wie A. Beweisen wir das nochmal mit Äquivalenzen. Also was heißt das? Naja, wir rechnen das einfach aus. X ist ein Element von A-Komplement, Komplement. Genau dann, wenn. Also was heißt es, ein Element des Komplements zu sein? Das heißt, man ist nicht ein Element der eigentlichen Menge. Das heißt, x ist kein Element von A-Komplement. Aber das ist der Fall, genau dann, wenn x, naja, nicht ein Element von A ist, also wenn x ein Element von A ist. Und damit haben wir auch gezeigt, dass die Menge A, Komplement, Komplement, die das gleiche ist wie die Menge A, weil x ist ein Element davon, genau wenn es ein Element der Menge A ist. Okay, schauen wir uns eine etwas kompliziertere Konstruktion an. Also, wir haben zwei Mengen A und B in einer irgendeiner Rundmenge. Also hier ist die Menge A und da ist die Menge B. Auf der anderen Seite genauso. Hier ist wieder die Menge A und da ist die Menge B. Jetzt wollen wir ausrechnen, was A geschnitten B Komplement ist. Ich rechne erstmal aus, was ist A geschnitten B? Das ist genau das hier. Das heißt, A geschnitten B Komplement ist alles das, was übrig bleibt. Also diese ganze Menge. Jetzt rechnen wir einfach aus, was auf der rechten Seite der Gleichung steht. Also A-Komplement vereinigt B-Komplement und wir wollen argumentieren, dass das das gleiche Bild ergibt. Also rechnen wir aus, was ist A-Komplement? A ist hier diese Menge. Das heißt, A-Komplement ist alles das, was übrig bleibt. Das ist genau das. Dann B-Komplement ist alles das, was von B übrig bleibt. Ich male das mal in der gleichen Farbe direkt auf. Das sind diese hier. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen vergleicht, was wir hier markiert haben, wird man sehen, das ist genau die gleiche Menge. Ja, also hier haben wir alles markiert, außer diesen kleinen Teil in der Mitte. Und hier vorne ganz genauso. Ja? Das Grüne hier ist auch alles, außer den kleinen Teil in der Mitte. Das heißt, diese beiden Mengen sind tatsächlich gleich. Okay, wer das noch nicht so richtig überzeugt hat, dem zeigen wir das jetzt nochmal mit Äquivalenz oder mit Fallunterscheidung. Also wir rechnen einfach aus, wann ist es der Fall, dass x ein Element ist von A geschnitten B Komplement. Also das ist der Fall, genau dann, wenn A kein Element ist von A geschnitten B. Das ist genau, was es heißt, ein Element des Komplements zu sein. Okay, wann ist A, x kein Element von A geschnitten B? Das ist dann genau dann der Fall. Naja, entweder x ist kein Element von A oder x ist kein Element von B. Das kann man jetzt aber wieder umformen. Das ist nämlich genau dann der Fall, wenn x ein Element von A-Komplement ist oder x ein Element von B-Komplement. Und das können wir jetzt wieder umformen. Das ist genau dann der Fall, wenn x ein Element ist von A-Komplement vereinigt mit B-Komplement. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten. Also x ist ein Element von A geschnitten B in Klammern Komplement.
Genau dann, wenn x ein Element ist von a-Komplement, vereinigt b-Komplement. Ich nenne das hier die Morganische Regeln, weil wer die Videos gesehen hat zur Einführung in die Logik, dem kommt das Ganze vielleicht schon ein bisschen bekannt vor. Als Übungsaufgabe könnt ihr die andere De-Morgan'sche Regel zeigen. Also a vereinigt b-Komplement ist das gleiche wie a-Komplement geschnitten mit b-Komplement. Und zwar sowohl mit Venn-Diagramm als auch mit Fallunterscheidung, wie ich es gerade auch gemacht habe. Okay, schauen wir uns noch ein Beispiel an, die Distributivitätsregel. Also c vereinigt mit a geschnitten b ist das gleiche wie c vereinigt a geschnitten mit c vereinigt b. Beweisen wir das zunächst wieder mit Diagramm. Jetzt müssen wir drei Mengen aufmalen. Wir malen die wieder so allgemein wie möglich auf, das heißt, wir haben hier überall Schnitte. Wir haben hier A, B und C. Ich male das gleiche Bild direkt nochmal, A, B und C. Und wir wollen zeigen, dass die Gleichheit oben gilt, das heißt, wir markieren wieder, welche Elemente in diesen Mengen drin liegen. Also wir haben C vereinigt mit A geschnitten B auf der einen Seite. Also das heißt, wir nehmen erstmal die Menge C her. Das ist all dieses hier. Und jetzt vereinigen wir das mit a geschnitten b. A geschnitten b ist genau dieser Teil. Das ist die Menge, die da rauskommt. Die andere Seite ist ein bisschen komplizierter. Dazu schauen wir uns zuerst an, was c vereinigt a ist. So, c vereinigt mit a ist erstmal alles das, was in a drin ist, plus alles das, was in c drin ist. Das ist der Teil hier unten, kommt noch dazu. Und dann haben wir noch c vereinigt mit b. Ich male jetzt vielleicht einfach noch mal in einer anderen Farbe dazu. Also C vereinigt mit B ist erstmal wieder alles, was in C drin ist natürlich. Zusammen mit dem, was in B drin ist. Das heißt, wir bekommen diesen Teil dazu. Okay, was wir jetzt haben wollen, ist der Schnitt. C vereinigt A geschnitten mit C vereinigt B. Das heißt, wir müssen uns jetzt das anschauen, was sowohl orange als auch rot markiert ist. Und das ist dieser ganze Teil. Gemeinsam mit diesem Teil. Und wir sehen, wir haben wieder auf beiden Seiten das gleiche markiert. Das ist immer dieser Teil mit dem und hier genauso. Das heißt, die beiden Mengen sind gleich. Okay, jetzt das Ganze nochmal mit Äquivalenzen bzw. mit Fallunterscheidungen. Also, wir rechnen aus, wann ist es der Fall, dass x ein Element ist von c vereinigt mit a geschnitten b? Naja, das ist nach Definition erstmal genau dann der Fall, wenn x ein Element von C ist oder x ist ein Element von A geschnitten mit B. Jetzt können wir weiter aufschlüsseln, das ist der Fall genau dann, wenn x ein Element von C ist oder x ist ein Element von A und x ist ein Element von B. Ich schreibe das hier mit den Klammern, damit deutlich wird, wie man das lesen muss, also in welcher Reihenfolge wir das aufgeschlüsselt haben. Denn jetzt können wir das ausrechnen. Denn wir wissen, wie dieses Oder sich verhält. Das kennen wir aus der Aussagenlogik. Also das, wer das noch nicht gesehen hat, der schaut sich das nochmal an in den Videos zur Einführung in die Logik. Da das Video zur Aussagenlogik. Das ist nämlich der Fall, genau dann, wenn x ein Element von C ist oder ein Element von A. Und gleichzeitig x ein Element von C ist oder x ein Element von B. Also ich schreibe es nochmal der Deutlichkeit halber hin. Dieses hier, das folgt aus der Aussagenlogik. Jetzt können wir das wieder umschreiben. Also das ist der Fall genau dann, wenn dieses erste hier ist der Fall, wenn x ein Element von C vereinigt A ist. Und das zweite ist der Fall, wenn x ein Element von C vereinigt B ist. Und jetzt können wir das unten auch wieder umschreiben. Das ist der Fall genau dann, wenn x ein Element ist von C vereinigt A geschnitten mit C vereinigt B. Und das ist genau das, was wir da oben zeigen wollten. Also fassen wir nochmal zusammen, was haben wir in diesem Video gelernt? Wir haben uns verschiedene Möglichkeiten angeschaut, elementare Aussagen über Mengen zu beweisen, zum Beispiel Venn-Diagramme und Fallunterscheidungen. Im nächsten Video schauen wir uns Axiome für Mengen an.